Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Vom Noob zum Profi weiterhin, auch wenn die Survivor-Runden nie so professionell wirken. Wir nehmen ja trotzdem immer irgendwas mit. Klar, wir haben die ackernde Wunschroute, ja, die jeder im Moment mitnimmt, da wir ja im Halloween-Update sind und die danach wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sind. Gehe ich mal stark von aus. Ja. Ja, letzte Folge wieder richtig schön Blödsinn gebaut. Den wir eigentlich nicht mehr bauen wollten, aber den wir trotzdem bauen. Ja. Mal gucken, was uns jetzt da so ein bisschen entgegenläuft. Der Killer hat uns dann. Also dieser Clown, der hat uns dann gehen lassen, beziehungsweise vielleicht mit der Beabsichtigung, dass er uns vielleicht nochmal absnacken kann. Wir können das alles nicht sagen. Warum der auch auf einmal AFK war, vielleicht war AFK, wurde irgendwo hingerufen, keine Ahnung was. Ist natürlich immer blöd, aber ja, was soll man machen? So, jetzt habe ich nicht auf den Map-Namen geachtet, aber ich weiß eins. Hier ist ein Generator. Ach, das ist das Krankenhaus, okay. Ich habe jetzt die neue Quest als Survivor, zwei Leute zu heilen. Also darf... Ah, da hinten. Sehr weit da hinten. Oder ist das da? Ja. Lässt er sie sogar liegen? Ah, jetzt hebt er sie auf. Okay, sie ist es so. Müssen wir mal gucken, wie die gleich aufgegangen wird. Das ist ungünstig, wenn Melika hier rumrennt. Da hinten wird sie aufgegangen. Okay. Er wird wahrscheinlich jetzt erstmal außenrum rennen. Hier durchkommen wir nicht, okay. Ich komme. Ich komme nicht. Ich komme da nicht durch. Ja, erstmal weg. Was macht sie denn? Okay, der macht die jetzt kaputt. Ja, kein Problem. Mal schön laufen gehen. Von wo denn? Wie kann der mich denn? Jetzt kriegt er mich aber auch natürlich. Ja, ich laufe in das Häuschen rein. Ich bin so ein. Ja. Dann wickeln wir mal. Wickel. Oh, wickeln wir schlecht, ey. Tja, der hat den Hack noch gefunden. Wickel. Okay, was haben wir wieder mal falsch gemacht? Wir sind diesmal nicht stehen geblieben. Er hat uns aber ziemlich schnell gefunden. Und ja. Schade eigentlich. Ziemlich schnell gefunden und dann natürlich auch erwischt. Dann bin ich da ins Häuschen reingelaufen, wo es nicht. Ich dachte, ich kann drüber springen, aber leider nein.
Ist er, dass er hier unsichtbar rumrennt? Ja. Okay. Warum immer mich? Oh Mann. Der schlägt er jetzt. Weit genug vom Haken weg. Hatte doch einer von denen eine Taschenlampe dabei, oder nicht? Ja. Okay. Ah, jetzt hab ich den Skillcheck verkackt. Also heute bin ich nicht ganz bei der Sache. Das zieht sich jetzt schon durch 3 Folgen. Die anderen beiden, also 16 und 17, waren quasi für mich gestern. Da war ich wohl besser drauf als heute. Oder ich kann einfach Killer besser. Heil mich doch. Der wartet doch nur da drauf, oder? Dann lass mich dich schnell heilen. Reflexe gehen wieder weg. Der läuft ganz. Okay, wir brauchen einen Generator, der noch nicht ganz läuft. Okay, hier sind wir auch gestartet. Da gehen wir mal hier ab, weil dann kriegen wir auch nochmal Blutpunkte. Okay. Ah, tot. Dann wollte ich gerade zur Rettung ein. So, Generator, Generator. Noch einer. Mann, dieser Husten nervt. So, ich brauche auf jeden Fall diese katzenartigen Instinkt oder Reflexe, wie das auch heißt, auf Stufe 3 Minimum. Also es ist ein guter Skill, der hat mir mit der anderen ja auch schon weitergeholfen. Ja, sie hat jetzt zum Boden gerungen, hebt sie auf. Das ist aber ihr erster Haken. Oh nee, das war doch voll drin. Da in der Richtung auch Aufgang. Wird sie hoffentlich auch dahin laufen. Da hat sie einmal erwischt.
oder? Mal abgehangen auf jeden Fall. Na, gucken wir doch mal. Wir sind jetzt gleich durch. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch einen Generator auf der äußeren Line finden. Ich würde ja fast behaupten, ja. Okay, die ist an einem dran. Ah, sorry. Sie gerade am Verbluten. Ich glaube auch nicht, dass sie sich bewegt. Ich bringe jetzt mal eben den Generator durch. Okay, ich laufe mal in der eher Richtung. Wir dürfen alle... Ah, jetzt hat er sie aufgehoben. Die Frage ist, wo hängt er sie auf? Da hinten. Schnell weg, weil der geht doch bestimmt wieder auf mich. Ah, okay, die läuft mir vor mir. Komm, lass mich dich heilen. Dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Was? Die Heilung war doch durch. Was war das denn jetzt? Egal. Den einen Generator bringen wir jetzt noch durch. Ah, Mann. Komm, ja. Das war, weil ich jetzt da hinten drauf geachtet habe. So. Okay, das Abgabeteil ist weg. Wo ist denn der Generator da? Sie ist tot. Terrorradius erhöht sich. Wo ist er? Wo ist er? Ist erstmal schnell weg. Er ist wieder hinter mir. Ah, und reingelaufen. Oh Mann, ey. Ich habe mich schon mal vor. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Der Killer hat sich dann auf was anderes konzentriert. Deswegen konnten wir jetzt auch ein paar Generatoren fertig machen. Aber... hat alles nichts gebracht. Wir sind tot. Ich hoffe... passt. Passt 9P. Schafft das Ganze noch. Wir auf jeden Fall nicht mehr. Wir sind gestorben. Wieder vieles falsch gemacht. Der Killer hat aber auch einiges stehen und liegen lassen. Ja. Also im Groben und Ganzen eigentlich eine recht relativ normale Runde, will ich mal behaupten. Ansonsten, wenn es anders ist, natürlich wieder wie immer unten in die Kommentare schreiben. Und
Nach wie vor, wie immer, ich werde immer wieder sporadisch mal erwähnen, wenn ich es nicht vergesse. Schaut unten in die Discord, in die Discord-Verlinkung, in die Infobox. Da ist Amarok verlinkt. Ich gedenke auch, das war, dass ich unseren Game Connect Discord darunter verlinke. Da findet ihr dann auch noch von Nachbarinnen mit Dead by Daylight Content. Auch wenn die beiden mal live sind, eher als ich. Weil ich glaube ich eher so der Mensch bin, der gerne YouTube-Videos hochlädt, statt live zu sein. Aber wer weiß, das passiert ja auch immer wieder mal. Ne? Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.